Herzlich willkommen zu unserem Screencast zum Prozesseditor Picture Classic. Heute erfahren Sie, wie Sie mit der klassischen Picture-Methode ein Prozessmodell einfach und übersichtlich erstellen können. Ein neues Classic-Detailmodell können Sie direkt auf der Startseite der Prozessplattform erstellen. Legen Sie zunächst den Namen des zu modellierenden Prozesses fest und fahren Sie fort. In einem neuen Browser-Tab öffnet sich der Editor zur Bearbeitung des Detailmodells. Mit der ersten Ansicht können Sie die Grobstruktur Ihres Prozesses anlegen. Mit einem Klick auf das Pluszeichen im obersten Feld fügen Sie den ersten Teilprozess hinzu. Nun können Sie ihm mit einem Doppelklick einen Namen geben und eine Organisationseinheit zuweisen. Weitere Teilprozesse fügen Sie auf die gleiche Weise hinzu. Nach kurzer Zeit haben Sie so eine erste Übersicht über Ihren Prozess. Die Beteiligung unterschiedlicher Organisationseinheiten und deren Schnittstellen erkennen Sie direkt an den unterschiedlichen Farben. Manche Teilprozesse können einen unterschiedlichen Verlauf nehmen, wenn bestimmte Bedingungen eintreten. Eine Unterscheidung im Teilprozess fügen Sie über die Funktion Variante hinzufügen hinzu. Für beide Varianten können Sie nun die Bedingungen benennen und deren Wahrscheinlichkeiten hinzufügen. Sind alle Teilprozesse vollständig abgebildet, können Sie nun einen Kontrollfuß anlegen. Verbinden Sie dabei die Varianten miteinander. Den Start und das Ende des Prozesses können Sie mit einem grünen und roten Symbol markieren. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, die Anordnung der Teilprozesse zu verändern. Im Prozessdiagramm können Sie Ihre fertige Prozessstruktur ansehen. Nun können Sie zur genauen Modellierung der Arbeitsschritte innerhalb der einzelnen Teilprozesse übergehen. Wählen Sie dafür per Mausklick den ersten Teilprozess aus und klicken Sie in der Werkzeugleiste auf den Knopf Bausteinmodellierung. Mit Drag and Drop können Sie jetzt einzelne Bausteine in den Prozess ziehen. In unserem Beispiel nehme ich dies zunächst für die erste Variante vor. Benennen Sie dann jeden eingefügten Baustein. Sind manche Bausteine für beide Varianten gleich, ziehen Sie diese einfach von der ersten Variante per Drag and Drop in die zweite. Bausteine für abweichende Arbeitsschritte können Sie einzeln hinzufügen. Die Prozessdiagrammdarstellung wird automatisch aktualisiert. Sie fasst identische Bausteine zur besseren Übersicht zusammen. An dieser Stelle haben wir den Prozessablauf bereits vollständig beschrieben. Möchten Sie nun noch die Informationen zu den einzelnen Bausteinen verfeinern, können Sie Attribute an den Bausteinen hinterlegen. Diese Funktion ist optional und kann beliebig je nach Ihrem Interesse vorgenommen werden. Klicken Sie dafür einen Baustein an und bearbeiten Sie die Attributliste auf der rechten Seite. Hier können Sie beispielsweise das passende Dokument mit Ihrem Baustein verknüpfen. Besonders wichtige Attribute, wie zum Beispiel die Bearbeitungszeit, können Sie auch direkt am Baustein eingeben. Damit ist die Erfassung des Prozesses abgeschlossen. Nun sehen Sie die wichtigsten Arbeitsschritte zur Erstellung eines Prozessmodells mit der klassischen Picture-Methode noch einmal zusammengefasst. Legen Sie zunächst eine Prozessstruktur an, füllen Sie diese anschließend mit Bausteinen aus und ergänzen Sie abschließend Attribute zur Verfeinerung der Bausteine. Nach diesem Screencast können Sie ein Prozessmodell mit der klassischen Picture-Methode einfach und übersichtlich erstellen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Anwendung und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.